ASK Fußballtag in Hirn. Begonnen hat dieser Tag des runden Leders schon am Morgen. In der Sport- und Mehrzweckhalle Hirn. Mit den kleinsten Kickerinnen des Burgenlandes. Beinahe 30 Mädchen im Volksschulalter folgten dem Ruf der ASK, der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, und bekamen unter der Devise Mädchen am Ball eine Schnuppertrainingstunde serviert. Ein Boom, der durch den Erfolg den dritten Platz unseres Damenfußballteams bei der Euro 2017 ausgelöst wurde. Ja, ich glaube schon, dass die Europameisterschaft schon sehr viel gebracht hat für den Damenfußball. Und man merkt auch jetzt in Straßburg haben wir jetzt schon ein kleines Mädchenteam. Und es macht sehr viel Spaß, wenn ich einer zuschaue, wie es beim Training ist. Wir haben eine sehr engagierte Trainerin mit der Katja Schmidt. Und ja, wir in Straßburg sind sehr, sehr stolz, dass wir eines der ersten Mädchenfußballteams haben. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht wie bis jetzt. Wer werden die Gegner sein? Ja, ich hoffe, dass jetzt viele im Bezirk anfangen mit Damenmannschaften oder Mädchenmannschaften. Und da hoffe, dass man dann irgendwann einmal Gegner kriegt. Bisher wird also nur trainiert eigentlich? Ja, bis jetzt wird nur trainiert. Wir haben jetzt in der Halle einmal in der Woche und wenn es dann wärmer wird, ich hoffe, dass bald wärmer wird, werden wir zweimal in der Woche trainieren und ja, wir werden die Katja dann tatkräftig unterstützen, dass sie dann richtige Gruppen aufwärmen kann und dann hoffe, dass wir nächstes Jahr schon einen Erfolg haben können. Schon Talente gesichtet? Natürlich, alle Mädchen haben Talent, also alle machen das ganz, ganz toll, sind mit viel Ehrgeiz dabei und das macht mich richtig, richtig stolz. Bei den einzelnen Stationen heißt es zuhören, aufpassen und dann selbst probieren. Viele professionelle Trainerinnen und Trainer stellen sich dieser netten Aufgabe. Also haben wir einerseits ein bisschen Ballgefühl, was wir den Mädchen zeigen wollen, dass die Mädchen praktisch mit Ballgefühl den Reifen treffen. Dann haben wir mit einer U17-Nationalteamspielerin ein bisschen ein Torschusstraining, wo die Mädchen die Angst vor dem Ball ein bisschen, praktisch die Angst vor dem Ball genommen wird. Das ist die zweite Station. Dann haben wir hier ein Balldribbling, was auch Techniktraining ist, dass die Mädchen das Ballgefühl ein bisschen mitbekommen auch. Und dann haben wir hier einen Stangenreit, wo es um Finden geht, um Richtungswechsel, Ballannahme, Ballmitnahme. Und dann zu guter Letzt haben wir noch ein 2 gegen 2, das heißt Zauberball, das Spiel, wo 2 gegen 2 immer spielen und viele Tore geschossen werden, viele Ballkontakte und halt ihnen der Spaß vermittelt wird am Fußballspielen. Den Mädchen jedenfalls gefällt's. Und was willst du denn spielen einmal, wenn du Fußballerin wirst? Verteidigerin. Was willst du spielen? Verteidigerin. Verteidigerin. Ah, gerade haben wir darüber gesprochen. Es gibt nur Stürmer und Torfahrer. Du willst Verteidigerin sein. Toll. Und hast heute auch schon Verteidigerin gespielt? Nein. Wann kommt denn das? Du musst doch üben, gell? Mhm. Ja. Wie hat denn euch dieses Training heute gefallen? Gut. Ja? Was habt ihr denn schon alles gemacht? Wir waren schon beim Tor, wir waren schon bei den Reifen reinschießen und Fußball spielen da drüben. Und dann waren wir dort drüben bei den Ball ein Parcours machen. Und jetzt sind wir da bei den Stangen. Was wollt ihr nochmal spielen, ihr beiden? Sturm oder Tor oder? Tor. Ein Tor? Du und du? Beide im Tor? Ja. Irgendwo? Und nicht draußen am Feld? Nein. Wieso nicht? So. Da war es ja nicht so einfach. Da kommt man harte Schüsse zu spüren. Für Torfrauen wird es später sicher keine große Nachfrage geben. Torfrauen. Beide im Tor? Ja. Du willst im Tor spielen? Ja. Und du? Ich auch. Beide im Tor. ASK-Burgenland-Chef Christian Iletic ist von der Idee und von dem Unternehmen Mädchen am Ball vollkommen überzeugt. Mädchenfußball hat in der ASK eigentlich immer schon eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben vor circa 2,5 Jahren den Entschluss gefasst, eine Mädchenfußball-Hallenmeisterschaft österreichweit mit einem Start im Burgenland ins Leben zu rufen. Das hat bis jetzt zweimal stattgefunden und damals war natürlich schon der Grundgedanke da,
den Mädchen eben eine größere Plattform zu geben, um Fußball zu spielen. Im Burgenland haben wir doch einiges an Fußballvereinen, einen Verein in der höchsten Spielklasse, aber wir können mit keiner eigenen Meisterschaft spielen. Das heißt, die Mädchen spielen bei den Buben mit, aber irgendwann ist es dann eben Schluss und das soll geändert werden. Und die größte Unterstützung haben wir natürlich durch die Teilnahme der österreichischen Frauennationalmannschaft und den großen Erfolg bei der Europameisterschaft erfahren. Das war eigentlich dann die Initialzündung, dass auch dieses Projekt gemeinsam ÖFB und Bundesminister Hans-Peter Doskozil seitens des Sports dann ins Leben gerufen wurde und wir eben als ASKÖ die Verantwortung sehr gerne übernommen haben, dieses Projekt hier im Burgenland, weil wir eben schon sehr viel Erfahrung mit der täglichen Bewegungseinheit sammeln konnten, hier umzusetzen. Und am heutigen Tage können wir sagen, am 24. November gestartet und jetzt haben wir 50 junge Mädchen, die eben mit dem Ball schon Bekanntschaft gemacht haben und hier irgendwo schon Spaß am Fußball finden und das ist eigentlich für diese kurze Zeit eine ganz tolle Entwicklung. Und ich muss unseren Bewegungscoaches und allen voran natürlich der Anna gratulieren. Sie haben hervorragende Arbeit bei den Kindern in den Schulen natürlich hier schon geleistet und ich denke, wir werden diesen Weg fortsetzen und sicher noch viel Spaß und Freude mit den Mädchen haben. Dieses Schnuppertraining heute in Hirn wurde sehr gut angenommen, wie man sieht. Ja, heute in Hirn eine tolle Resonanz und wenn man bedenkt, dass in Grasburg schon 20 Mädchen gesondert trainieren und heute hier bei diesem Schnuppertraining 33 junge Mädchen hier bei uns sind, ist das ganz ein tolles Echo, das wir hier eben widerfahren haben und ich denke, diese Initiative wird gut angenommen und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Hat man schon etwas herausgefiltert, denn es kann ja nicht nur Stürmer und nicht nur Torfrauen geben? Nein, es gibt natürlich auch andere Positionen, aber Sie wissen, wenn Mädchen noch sehr wenig Bekanntschaft, speziell in diesem Alter, quasi im Kleinkindalter, mit Fußball haben, dann sind eben die ersten Anknüpfungspunkte immer die, die am bekanntesten sind und wo es natürlich auch Namen gibt in der Verknüpfung mit der Familie, bei den Eltern. Und das sind eben die bekanntesten, sind meistens Stürmer und die Torleute, auch die Torfrau natürlich der österreichischen Damenfußballnationalmannschaft, die hat natürlich einen besonderen Stellenwert. Und wir haben ja heute hier eine der Torfrauen der U17 Nationalmannschaft hier mit auch dabei und ich denke, das sind eben auch schon so kleine Vorbilder für die jungen Mädchen und deshalb will man das zuerst werden, also Torfrau oder Stürmer, das andere ist noch nicht so bekannt. Wird sich ergeben? Ja, das wird sich dann ergeben. Es wird sicher irgendwann einmal auch eine Nummer 10 geben.